Hallo und willkommen bei How To Buddies. In diesem Video geht es um das Thema Blitzlichtbenachrichtigungen auf eurem Samsung Galaxy A34 und wie man diese einstellt. Das Einstellen der Blitzlichtbenachrichtigungen bietet sich zum Beispiel an, wenn man neben der, ja zum Beispiel Vibration bei einer Benachrichtigung auch noch visuell mitkriegen möchte, dass etwas eingegangen ist. Oder man hat eben den Stummmodus oder sein Handy eben so rum gerne liegen und möchte trotzdem mitbekommen, wenn eine Nachricht eingeht. Das können wir wie folgt einstellen, und zwar gehen wir wie so oft in unsere Einstellungen, scrollen dort runter bis Eingabehilfe und dann auf erweiterte Einstellungen. Hier haben wir dann gleich unter Benachrichtigungen die Blitzlichtbenachrichtigung und können uns hier zwischen zwei Optionen entscheiden bzw. auch beide anwählen. Einmal die Kamerablitzbenachrichtigung als auch die Bildschirmlichtbenachrichtigung. Bei der Kamerablitzbenachrichtigung, das demonstriere ich euch hier einmal, sieht das Ganze so aus. Und dann haben wir noch die Bildschirmlichtbenachrichtigung. Die sieht dann so aus. Da können wir dann auch gleich auswählen, ob wir das für alle Apps so festlegen möchten oder eben nur für ausgewählte. Ich hoffe, dieses Video zum Thema Blitzlichtbenachrichtigung auf eurem Samsung Galaxy A34 hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.